Ja Leute, willkommen hier wieder bei 2GTA5. Diesmal zeige ich ein Video, einen kleinen Bug halt, das er gesagt. Das nennt man halt hier in GTA 5 das Katapult. Ja, erstmal am besten bräuchtet ihr irgendeinen Wagen von der Straße, weil eure getunten Fahrzeuge das halt nicht können habt. Also manche schon, aber ich habe es noch nicht getestet mit allen Fahrzeugen, die existieren. Wartet mal. Okay, lassen wir einfach mal. Also der Standort, wo ihr es machen könnt, ist hier. In der Nähe von wahrscheinlich eurem Apartment. Die meisten können sich durch Modder diesen Eukalyptus Tower holen. Der ist genau hier. Dann fahrt ihr einfach mal rein. Es ist eigentlich egal, von welcher Seite ihr reinfährt, aber hier müsst ihr euch dann so genau, so an dieser Kante da, mit dem Mittelstreifen hier, also genau an diesen Mittelstreifen hier, mit den, in der Mitte von der Mitte, so, und dann müsst ihr die ganze Zeit so driften und die ganze Zeit dagegen. Manchmal klappt das nicht mit jedes Fahrzeug, aber, ach, egal, warte mal. Mann, immer nicht so. Zum Beispiel klappt das jetzt zum Beispiel nicht. Oder ist noch ein anderes Fahrzeug? Steig aus, du Schwanz. Bin der Kerliger. Ich will das machen. Ups, ich habe hier. Im Ernst habe ich sie jetzt wirklich einmal überfahren und bin tot? What the fuck? Wie geil. Da habe ich gerade auf mein Handy wieder geschaut. Weiß nicht, ob das mit dieser Karre funktioniert, aber versuchen wir es. Okay, mit der G-Karre geht auf jeden Fall nicht. What the fuck? Also, ich werde gleich mal wieder da. Ich komme gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Neuen Fahrzeug. Wir sind diesmal mit den Benefactor. Da kann ich gar nicht mehr lesen. Ihr seht das Glitschen rum. Das kannst du ja so machen. Ihr merkt das auch wirklich manchmal. Hört aber nicht immer. Das dauert seine Zeit. Hat seine Zeit. Und da seht ihr, ihr werdet in die Luft geschleudert. Aber es geht noch heftiger, ihr könnt so übelst weit hochfliegen und übelst weit weg. Das ist alles möglich. Aber es klappt nicht immer mit dem ersten Versuch. Es dauert halt sehr lange. Also wenn ihr Spaß haben wollt, dann zeigt euch euren Freunden. Und ja, dann könnte sie richtig beeindrucken, weil diesen Glitch kennt nicht jeder. Und ja. Ich will dir nochmal zeigen, wie man richtig weit hochgehen kann. Letztens bin ich mal bis zum Mittelmeer geflogen. Da seht ihr es. Jetzt seht ihr, wir fliegen so richtig hoch. Und wir fliegen voll dagegen. Ihr müsst aufpassen, wie er landet, weil sonst explodiert er! Boah. So. Mach ich nochmal hintereinander, nochmal einmal. Ich werde kurz einmal pausieren und mal kurz ein anderes Fahrzeug kommen von meinen getürten Fahrzeugen, wo ich weiß, dass es funktioniert. So, da bin ich wieder. Und wir sind hier mit den Kuruma, also Karin Kuruma gepanzert. Ist ein Sportwagen, den könnt ihr, egal wie, also ihr besser, am besten bräuchtet ihr diesen GT-Flügel, der kriegt ihr aber erst sehr spät. Und diesen Wagen kriegt ihr aber erst, wenn ihr den Robbeerfall Fleckerbank gemacht habt. Das ist der allererste Robbeerfall.
Und da seht ihr, wir fliegen richtig weit wieder. Sogar noch weiter als vorher. Und wir landen jetzt hier hin. Aber wie ihr seht, das Auto hat kaum Damage. Weil das Auto halt gepanzert ist, hat 100% Panzerung. Das ist sehr gut, wenn ihr das hier macht. Weil dann könnt ihr es mehrmals machen, anstatt immer wieder mit demselben Auto, was dann nach so einer gleich den ersten eigentlich kaputt geht. Dann könnt ihr es nicht, wenn ihr es jetzt machen würde mit einem normalen schwachen Fahrzeug, würdet ihr dann direkt explodieren, wenn ihr es normal mit demselben macht. Manchmal habt, wenn ihr Glück habt, passiert es nicht, aber am besten solltet ihr dann, wenn ihr es mit einem normalen. Oh, shit. Wenn ihr es normalen